Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen zu diesem kleinen Guide. Ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir den Tierbändiger aktivieren? Den Bestienmeister heißt er, nicht Tierbändiger. Ich habe das mal hier komplett ausgefüllt. Also alles das, was sich auf Tiere tatsächlich bezieht. Nicht das, was sich auf die Bogenschützen hier bezieht, sondern rein, was sich auf Tiere bezieht. Und dachte mir, wir probieren das Ganze mal aus. Wir holen uns mal ihn hier. So, und gehen mal hier rein. Da kommt er. Und wenn der mich jetzt angreift. Dann. Schau. Er verteidigt mich. Und jetzt muss er wieder Schafe jagen. Abwehr beenden. So. Also ich werde nicht angegriffen. Und er verteidigt mich. Was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass das am besten funktioniert, wenn die Wege zu den Gegnern nicht zu weit sind. Die rennen genauso weg, auch wie sonst auch. Ich erschrocken. Also das ist wieder ein Verdorbener, ne? Ein vom Miasma Verdorbener. Da haben wir ein Wildschwein. Bei Wildschweinen geht das auch. Die können wir auch für uns einnehmen, dass sie uns sozusagen beschützen. Ja. Jetzt haben wir natürlich hier keinen Feind in der Nähe. Aber was nicht geht, ist, wenn ich jetzt dieses Wildschwein angreife. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Der hat sich da aufgehängt. Also das Wildschwein wird sauer. Und dieses Wildschwein ist auch nicht mehr auf unserer Seite. Das heißt, in dem Moment, wo ich andere Tiere angreife, wird dieses Tier, das uns erst unterstützen sollte im Kampf, dann auch sich gegen uns wenden. Also ich kann, egal welches Tier ich angreife oder welches Tier ich einsetze, das funktioniert eben nur, solange ich kein anderes Tier angreife. Unsere Nachbarn, die Spinnen, greifen uns auch nicht mehr an. Die kämpfen natürlich auch nicht für uns, aber sie lassen uns in Ruhe. Also bisher weiß ich, dass die Wölfe und die Wildschweine für uns kämpfen und die Wucker. Die anderen verhalten sich eben passiv, außer sie sind durch den Shroud verdorben. Er wird also auch jetzt uns nichts tun und wir können ihn auch für uns einspannen, dass er uns verteidigt. Was ist jetzt, wenn wir da oben hingehen? Wo ist mein Freund? Ja, da hinten kommt mein Freund. Oh, also der ist offensichtlich nicht für uns. Wirst du mich verteidigen? Noch greife ich nicht an, also ist er auch noch. Tut mir nichts, ne? Die tun mir nichts, aber der große Boss, der ist nicht auf meiner Seite. Bist du immer noch friedlich? Aha, jetzt ist er sauer. Gut, jetzt habe ich alle gegen mich. Also, die kämpfen nur so lange gegen uns, wie wir uns friedlich gegenüber anderen Wuka oder Tieren verhalten. Ja, komm, greif mich an. Ja, so ein Wucker ist natürlich nicht von der schnellsten Sorte, aber naja, gut. Hallo Wucker, mein Freund. Fein. Also schau, das funktioniert ganz gut. Ja, was haben wir denn noch? Abwehr beenden.
Okay. Der scheint mich auch nicht mehr anzugreifen. Ja. Da ist noch ein anderer. Zwei sogar. Guck, die greifen uns nicht mehr an. Die greifen uns auch nicht an. Aber wir können sie auch nicht für uns vereinnahmen. Die sind friedlich und würden uns auch unterstützen. Sehr schön. Nur sind nicht unbedingt dann die Feinde so nah, ne? Oft. Also da muss man schon Glück haben. Ich finde, da gibt es noch eine Menge Entwicklungsbedarf, was den Bestienmeister angeht. Weil, naja, ich sehe noch nicht so richtig aktuell wirklich den Nutzen. Außer du hast Glück, da ist ein entsprechendes Verteidigungstier, also ein Wolf, ein Wucker oder eben ein einer dieser Tiger hier in der Nähe. Und du hast sonst gerade keine anderen Tiere, die du töten willst, dann würde es funktionieren. Aber sie folgen eben auch nicht für eine sehr lange Zeit. Ich glaube, da könnte man noch mehr draus machen. Also es wäre natürlich schon schön, so ein Kuschelhund oder Tiger immer dabei zu haben. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viel Spaß im Spiel.